Hallo Herr Backhaus, wir treffen uns ja gerne immer wieder hier in der Mecklenburg-Vorpommern-Halle und wie man hinter Ihnen sieht, ist sie auch sehr gut besucht. Ja, ich bin natürlich glücklich, dass so viele Berlinerinnen und Berliner, aber auch Mecklenburger, aber auch die gesamte Bundesrepublik Deutschland auf die 85. Grüne Woche kommen. Internationale Gäste haben wir hier. Sie sehen, die Halle ist voll. Wir zeigen uns hier von der besten Seite. Das geht natürlich bei den kulinarischen Genüssen los. Das geht über den Tourismus und hört letzten Endes natürlich auch bei der Kultur. Wir haben versucht, über die letzten 30 Jahre natürlich auch zu zeigen, Mecklenburg-Vorpommern ist mittlerweile in der Mitte Europas angekommen. Wir sind glücklich, über diese 30 Jahre nach der Wende auch dieses Land aufgebaut zu haben. Und der Erfolg in dieser Halle gibt uns recht. Wir rechnen in diesem Jahr wieder mit um die 400.000 Gästen. Aber es sind ja nicht nur Fisch, was hier angeboten wird. Natürlich nicht nur Fisch. Das geht ja auch um Fleisch, es geht um Milch, es geht aber auch um Gemüse, es geht um Obst, es geht auch um kulinarische, wirklich Leckerbissen von der Praline, die wir hier auch produzieren. Ich habe mich auch gefreut, dass wir im Übrigen auch einen Schokodöner zum ersten Mal mit präsentieren. Also sind auch Ideen dabei, wo man zunächst nachdenkt, was ist das denn? Aber so ist die Vielfalt eben auch in unserem Bundesland. Und das natürlich mit dieser Landschaft, mit der Natur, mit dem Strand, mit dem Ostseestrand oder mit der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands, zu verknüpfen, oder mit den tausendjährigen Eichen, die wir in Ivenack haben. Im Übrigen, der schönste Wald Deutschlands befindet sich in diesem Jahr wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, das ist der Erfolg dieser Halle. Dafür danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht sehen wir uns ja dann spätestens zur ITB wieder. Sehr gerne. Herzlichen Dank und herzlich willkommen im schönsten Bundesland der Welt.